Verschoben wurden dadurch auch Fast and the Furious. Hallo, mein Name ist Philipp und das sind die Kino.de News. Es ist und bleibt ein Trauerspiel. Corona hat die Welt weiterhin fest im Griff und so haben sich einige Filmverleiher erneut für eine Verschiebung großer Blockbuster entschieden und damit den Domino-Effekt ausgelöst. Denn findet ein Kinofilm einen neuen Termin, so müssen auch weitere Filme, um etwa eine Konkurrenzsituation zu vermeiden, rutschen. Und so müssen wir weiterhin auf den neuen Bond und das Sci-Fi-Epos Dune warten, die uns leider nicht mehr in diesem Jahr erreichen werden. Verschoben wurden dadurch auch Fast and the Furious 9, die drei Superheldenfilme The Batman, The Flash und Shazam 2 und auch Jurassic World 3. Die einzige positive Nachricht ist, Matrix 4 erreicht uns nun schon Ende 2021 statt erst 2022. Alle Informationen zu den Verschiebungen und die neuen Daten findet ihr natürlich in unserem Artikel auf kino.de. Zurück zu den Wurzeln heißt es im Resident Evil Universum jetzt nicht nur für die Videospielgrundlage, sondern auch für das Reboot der Filmreihe. 2019 wurde bekannt, dass die Filmreihe neu aufgelegt werden soll. Nun gab es erste Informationen zu dem Setting und zu den Besetzungen. So sollen bekannte Charaktere der Videospielreihe auftauchen und der Film die Anfänge der Zombie-Apokalypse in Raccoon City thematisieren. Mit dabei sind unter anderem Kaya Scodelario aus der Maze Runner-Reihe und Tom Hopper aus The Umbrella Academy. Aktuell ist zwar noch ein Kinostart für 2021 veranschlagt, aber ob das wirklich stattfindet, bleibt abzuwarten. Ebenfalls einen wichtigen Schritt nach vorne machte nun die Serie House of the Dragon, ein Spin-off zu der Erfolgsserie Game of Thrones. Im Sommer wurde bekannt gegeben, dass das Casting zur Serie bereits begonnen hat und nun wurde auch endlich ein erster Darsteller enthüllt. Der britische Schauspieler Paddy Considine, unter anderem bekannt aus Hot Fuzz und The Outsider, wird in die Rolle des Königs Viserys Targaryen schlüpfen. Die Serie, die aktuell noch 2022 starten soll, wird 300 Jahre vor den Ereignissen aus Game of Thrones spielen und vom langsamen Niedergang des Haus Targaryen erzählen. Die guten Nachrichten reißen nicht ab. Auch aus dem The Witcher-Universum gibt es nun Neuigkeiten. Um die Wartezeit auf Staffel 2 etwas erträglicher zu machen, wurden nun die ersten Bilder veröffentlicht. Und so sehen wir etwa Geralt-Darsteller Henry Cavill in neuer Rüstung oder Zauberin Yennefer in einer brenzligen Situation. Die Aufmerksamkeit der Fans erregten aber vor allem die Bilder von Ciri, die anscheinend ihre Ausbildung zur Hexerin in Kaer Morhen begonnen hat. Zudem dürfen sich The Witcher-Fans jetzt schon freuen. Laut einer verlässlichen Quelle hat Netflix auch schon eine dritte Staffel der Serie geordert. Auch diese Woche gibt es wieder von uns einen Kino- und einen Streaming-Tipp. Für alle, die den heimischen Gefilden entfliehen und ins Kino gehen wollen, empfehlen wir den Öko-Thriller Vergiftete Wahrheit. Darin muss Hulk-Darsteller Mark Ruffalo gegen einen mächtigen Chemiekonzern vorgehen und einen Verschmutzungsskandal aufdecken. Wer eher was zum Streamen sucht, wird dieses Wochenende auf Netflix fündig, denn dort startet mit Spuk in Bly Manor die zweite Staffel der Horror-Anthologie-Serie, die 2018 mit Spuk in Hill House begann. Wieder geht es um ein verfluchtes Landhaus und einer Menge Geister. Egal was ihr tut, ob zu Hause oder im Kino, wir wünschen euch viel Spaß beim Streamen, Filmschauen, Serienschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüssikowski. Bis dann, Imanski. Arrivederci. Salut. Ciao. Macht's gut, Nachbarn. Bis dann. Bye bye. Mario, sag mal was. Wiedersehen.